Ja, willkommen zur aktuellen Sitzung, in der wir uns mit Karl Christian Erhard-Schmidt und Leonhard Kreutz auseinandersetzen werden. Das sind zwei Denker, die auch sehr unbekannt sind, die aber doch einige Aufmerksamkeit verdienen. Den ersten Denker möchte ich kurz vorstellen. Das ist Karl Christian Erhard-Schmidt und er hat eine Schrift verfasst mit dem Titel Versuch einer Moralphilosophie, die in zwei Auflagen erschien, 1790 und 1792. Was gibt es zu seiner Person zu sagen? Er war ein Zeitgenosse eines anderen Denkers, nämlich Leonhard Kreutzers, der ist auch so gut wie unbekannt, und der hat eine Schrift verfasst mit dem Titel Skeptische Betrachtung über die Freiheit des Willens mit Hinsicht auf die neuesten Theorien über dieselbe. Und nochmal zurück zu Karl Christian Erhard-Schmidt und seinem Versuch einer Moralphilosophie. Der war ein ganz wichtiger Verbreiter der kantischen Philosophie in Jena. Jena war damals das Zentrum der Kantianer. Und er schrieb ein Wörterbuch zum leichteren Gebrauch der kantischen Schriften, welches viele Auflagen erfuhr und für die damalige Generation sozusagen das Studienbuch war, mit dem sie sich die kantische Philosophie erschließen konnte. Dieses Lexikon verlinke ich auch unten in der Beschreibung des Videos, damit man es sich herunterladen kann. Vertrat die provokative Theorie eines intelligiblen Fatalismus, gegen die in der Folge unter anderem Reinhold und Fichte Stellung beziehen sollten. Mit diesem intelligiblen Fatalismus wollen wir uns in der heutigen Sitzung kurz befassen. Er schreibt nämlich Folgendes in seinem Versuch einer Moralphilosophie, ich zitiere, wenn wir keinen vernunftlosen Zufall einräumen wollen, so bleibt nichts übrig als Notwendigkeit. Denn es gibt schlechterdings keinen Mittelweg zwischen beiden. Es muss demnach etwas als vorhanden gedacht werden, was zugleich mit dem Dasein der Vernunft ihre Wirksamkeit auf Erscheinung und bestimmten jedesmaligen Grad derselben bestimmt. Dies ist freilich keine Erscheinung, denn eine Erscheinung kann kein Ding an sich selbst bestimmen. Wenn aber gleich die Sinnlichkeit, so wie sie selbst sinnlich vorgestellt und erkannt wird, die Vernunft an sich nicht bestimmen und einschränken kann, so folgt daraus keineswegs, dass dasjenige, was der Sinnlichkeit und allen ihren Erscheinungen an sich zugrunde liegt, unvermögend sei, die Wirkung der Vernunft und der Erscheinung aus einzuschränken. Hier haben wir jetzt ein ganz wichtiges Zitat, und zwar haben wir es jetzt hier zu tun mit diesem intelligiblen Fatalismus, der besagt, dass die Vernunft selbst eine innere Determination besitzt und uns unausweichlich bestimmt, wenn wir frei sind, weil nach Schmidt es keinen Indifferentismus gibt, keinen Mittelweg zwischen Determination und Zufall. Und daran sehen wir, dass er auch an Ulrich anknüpft. Ich mache oben rechts einen Link rein. Ulrich hatte genau eine ähnliche Theorie vertreten. Der intelligible Fatalismus, das ist eine Theorie, auf die sich Schmidt deswegen beziehen kann, weil Kant an vielen Stellen die Vernunft als etwas dargestellt hatte, was frei wirksam ist und was, wenn es nicht handelt, irgendwelche intelligiblen Hinderungsgründe besitzen muss. Und das war eine eigenständige Weiterführung der kantischen Theorie. Man muss dazu sagen, Kant vertrat keinen intelligiblen Fatalismus, aber man kann diesen Fatalismus aus seiner Theorie deduzieren, wenn man sich etwas anstrengt. Jetzt noch zu Leonhard Kreutzer, seine skeptische Betrachtung über die Freiheit des Willens. Diese skeptischen Betrachtungen resultieren aus der damaligen Debattenlage. Kreutzer schreibt allein, welche Achtung bleibt mir für mich und jedes andere endliche Vernunftwesen übrig, wenn meine Freiheit im Grunde nur Notwendigkeit ist, ohne auf die Folgen zu sehen, die aus dem intelligiblen Fatalismus so gut wie aus dem sinnlichen Determinismus für positive Gesetzgebung und so weiter hergeleitet werden können. Weiter schreibt er, nach unserer bisherigen Untersuchung sind nur zwei Wege für uns offen, entweder Indifferentismus oder Fatalismus. Der erste war ebenso wenig mit den Gesetzen der theoretischen als mit den Forderungen der praktischen Vernunft vereinbar. Der letzte hingegen ist zwar dem ersten völlig gemäß, scheint aber dem letzten durchaus zu widersprechen. Und jetzt kommt er zu einem sehr dramatischen Bild, einer Allegorie. Gerade an dieser gefährlichen Stelle scheinen die großen Männer des Jahrhunderts den redlichen, wahrheitssuchenden Forscher mitten auf dem weiten Ozean menschlicher Meinung sich selbst zu überlassen. Schon mancher nicht geringen Gefahr durch Hilfe des besseren Kompasses und der neuen Karte entgangen, die er beide dem unsterblichen Stifter der kritischen Philosophie, das ist Kant, verdankt, scheint ihm hier weder Karte noch Kompass zu helfen. Er mag steuern, nach welcher Seite er will,
Nirgends erwartet ihn ein sicherer Hafen. Und doch scheint auch das stille Stehen die skeptische Epoche moralisch unmöglich. Also auch Kreutzer sieht in der damaligen Debatte eine gewisse Aporie. Wir können nicht vorankommen. Wir haben nur die Wahl zwischen Freiheit und Notwendigkeit. So, ein letztes Zitat noch von ihm. Ebenso so sehr verachtet er im Bewusstsein seiner menschlichen Würde den Rat derjenigen, die ihm von allen Seiten her zurufen, das Ruder niederzulegen und sein Schiffchen den Wellen und Winden zum Spielen zu überlassen. Noch immer wägt er die Gründe nach beiden Seiten sorgfältig ab. Allein das Resultat bleibt dasselbe. Die praktische Vernunft scheint mit der theoretischen, spekulativen durchaus unvereinbar zu sein. Dennoch würde er vielleicht den Ersten den Vorzug geben. Aber auch ihre Ansprüche erschweren die Wahl. Denn was scheint gefährlicher, was unbefriedigender für sie zu sein, einem absoluten Zufall oder einer absoluten Notwendigkeit, die moralische Weltregierung in die Hände zu geben? Wir sehen hier, Kreutzer sagt, wir können die beiden Anforderungen bei Kant, der praktischen Vernunft, die unsere Freiheit fordert, und der spekulativen, die alles determiniert und erklärbar begründet, nicht miteinander vereinbaren. Die Freiheit scheint mit dem Satz des zureichenden Grundes nicht vereinbar zu sein. Und deswegen haben wir jetzt hier die schlechte Wahl zwischen einem absoluten Zufall oder einer absoluten Notwendigkeit. Und daraus erwächst sein Skeptizismus. Das ist durchaus eine Situation, die auch mit der gegenwärtigen Debatte in Verbindung gebracht werden kann. Auch in der heutigen Debatte haben wir viele Freiheitsskeptiker, die sagen, Freiheit ist nicht mit der Naturgesetzlichkeit verbunden. Der Unterschied besteht darin, dass heutzutage die Deterministen vor allem mit der Naturwissenschaft argumentieren, während damals die Deterministen vor allem mit dem Satz des zureichenden Grundes oder auch mit der moralischen Notwendigkeit im Sinne eines intelligiblen Fatalismus eine Art von Determinismus vertraten. So, jetzt wünsche ich meinen Zuschauerinnen und Zuschauern alles Gute und frohe Weihnachten.